So, wir sind angekommen. Aussteigen bitte! Hast du Wurst zum Bräteln und das Brötchen fürs Picknick? Drücke dich noch deine Schuhe oder brauchst du noch etwas für das Bike oder die Velotour? Wenn wir alles zeigen vom Minigergewerbe, dann müssen wir jetzt den Film schon etwas gleitiger laufen. Am gescheitsten informierst du dich dann hier. Mit dem Dorf finden wir unsere Verwaltung. Gut 2000 Einwohner und 2820 Hektar Fläche werden hier betreut und beraten. Zusammen mit dem Werkhof braucht es halt einiges. Schon nur für die 87 km Strasse in Schwung zu behalten. Zu wenigen muss man nicht schauen, dass die Küche im Dorf bleibt. Sie steht dort nämlich schon sehr lang und liefert zusammen mit dem wilden Mann gerade nebendran unzählige Geschichten, die bis zum Gotthelf zurückgehen. Alle Sachen Bildung muss sich weniger nicht verstecken. Eine gute Infrastruktur bietet Platz vom Kindergarten bis Oberstufe mit Sekundarschule. Dank der guten Anbindung ÖV sind auch weiterführende Schulen zu Burgdorf, Bern und Langenthal sehr gut erreichbar. Ebenfalls in diesem Areal finden unzählige Kultur- und Sportvereine ihr Übungslokal. Für einmal gehen wir jetzt ein bisschen zum Dorf aus. Schon wieder landen wir beim Gotthelf. Wer kennt nicht Glunken und Kulissen von diesen Gotthelf-Filmen, die Uli und Vreneli so berühmt gemacht haben? Wir wollen weiter Richtung Breiteneck und Rüdisbach. Eine Gegend, die viele Leute kennen, wenn sie im Zusammenhang mit den Wasserfällen im Mutzbachgraben unterwegs sind. Noch höher hoch in der Gemeinde und wir kommen auf Färberg. Mit dem Oberbühlknobel bietet Winningen einen Aussichtspunkt mit herrlicher Rundsicht von Jura bis zu den Alpen. Ein Geheimtipp für Velofahrer und natürlich auch für Wanderer. Die Schönheit der Gegend haben auch die Planer von Herzrouten erkannt. Es hat schon seinen Grund, dass die Route im Bereich Friesenbergheckelungen, Hottannen, über wenigen Boden führt. Hier unterwegs wird einmal richtig bewusst, dass Landwirtschaft in unserer Gemeinde eine grosse Bedeutung hat und dass es hier Mengen Bauern gibt, was keine Stotzungsheime bewirtschaftet. Wir gehen wieder etwas runter von den Högern. Wie an Krause können wir in Kappelen graben. Früher hat es hier am Bach noch diverse Gewerbe angesiedelt. Jetzt zeugen nur noch zwei Wasserräder von der Zeit. Kappelen-Schulhäusli ist noch das letzte Aussenschulhaus in der Gemeinde, das man noch offen lassen konnte. Immerhin, etwa 50 Kinder werden hier vom Kindergarten bis zur 6. Klasse noch unterrichtet. Ab dem Jahr 2014 haben wir in Schürlimatt ein Dammprojekt realisiert. Dank dem soll das Hochwasser im 2007 das letzte gewesen sein, das im Dorf grosse Schäden verursacht hat. Und schon wieder geht's obsi. Viele wählen hier die Route Hirschbrunnen-Lug. Wir aber gehen Richtung Mischlberg. Und die Gegend mit Aussicht auf die Emmentaler Höger ist einfach nur schön. Rasant geht's wie an Schwangen und Tal in letzter Teil vom Planetenweg. Hier im Jumpferblick verweilen wir noch gerne ein Moment und geniessen einen letzten Blick über unser Dorf. Thank you.
Das war es mit unserer Tour. Uns freut es, wenn wir euch der Lust auf Winigen wecken konnten.